Deine Gewohnheiten sorgen dafür, dass du das Leben hast, was du gerade hast. Wenn du die Gewohnheit hast, dass du zum Beispiel morgens nicht frühstückst, dass du dir lieber eine kalte Cola um 8 Uhr aus dem Kühlschrank holst und die dann trinkst auf dem Weg zu deinem Auto oder zur Arbeit und du vielleicht den ganzen Tag so verbringst, indem du eben Dinge, die lecker sind, aber nicht gesund sind, Dinge, die schnell gehen, aber die nicht gesund sind, in deinen Körper hineinschüttest, dann hast du nachher die Ergebnisse. Es ist nur eine Kleinigkeit, es ist diese Momentaufnahme, diese eine Sekunde. Sein, Tun, Haben. Die Erfolgsformel schlechthin. Sein bedeutet das, was du denkst. Tun, deine Gewohnheiten. Haben, die Ergebnisse. Du denkst, ach, wenn es mir nicht gut geht, dann gibt es die Pharmaindustrie und es gibt Ärzte und dann sollen die sich um meine Gesundheit kümmern. Das ist dein Denken, dein Sein. Dein Tun, um 8 große Cola auf dem Weg zum Auto. Das Haben, 30 Kilo Übergewicht und gesundheitliche Probleme. Nochmal, ich mache jetzt schwarz-weiß, ne? Es gibt auch Grautöne. Okay. Und so siehst du das in allen Bereichen. Du gibst mehr Geld aus, als du verdienst und wunderst dich, dass du immer finanzielle Probleme hast. Also dein Denken formt deine Gewohnheiten. Deine Gewohnheiten sorgen dafür, dass du das Ergebnis hast, was du jetzt gerade hast. Reflektier doch mal jetzt, Jahreswechsel, welche Gewohnheiten hast du, die förderlich sind, um deine Ziele zu erreichen? Ich hoffe, du hast Ziele. Und frag dich, welche Gewohnheiten hast du, die dafür sorgen, dass du deine Ziele nicht erreichst. Das kann der Körper sein, das kann deine Kommunikation sein, das können deine Beziehungen sein, die du hast, Freundschaften, das kann dein Business sein, dein Kontostand. Wir scheitern nicht an dem, was wir ein- oder zweimal machen. Wir scheitern an den Gewohnheiten, die sich daraus ergeben.